So Leute, willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe mir gedacht, die Red Bull-Mütze muss heute ab. Warst du schon auf dem Ballermann? Nein, nein, ich bin gerade angekommen. Okay, mit am Start, Freunde. Drexler Reno, Kuba und sein Boy. Das ist nämlich unser Security heute, Freunde. Digga, guck dir das mal ganz kurz an. Ja, Digga, scheiße. Zeig mal nochmal. Digga, das ist so hart, ne? Das ist so hart. Oh. Mitches würde sie auch sagen zu mir. Unser Larry? Guck mal, Larry ist auch mit am Start, Freunde. Chad, wer feiert Larry? Freunde, ich will gleich mit euch mit so einer Bimmelbahn fahren und dann gehen wir auf den Ballermann. Dann gehen wir direkt rein in den Ballermann, dann könnt ihr direkt mit experiencen, wie das hier eigentlich ist. Wir waren ja 2 Tage hier. Ich wollte erst mal gucken, ob das family-friendly ist, was wir dann da zeigen. Ist auf jeden Fall family-friendly, deswegen können wir dahin. Heute letzter Tag Manager. Dann bin ich wieder zu Hause, wird wieder normal gestreamt. Oh, oh, ey, 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 ey. Okay. Bro. Boah, Digga. War das gut? Das war komplett krass, Digga. Hey, wie könnt ihr das? TikTok-Tanz, wir haben im Hotel geübt die ganze Zeit. Warte, wie geht der? Ja, guck mal. Irgendwas verschissen jetzt. Ich hab den abverfeilt. Ja. Echt? Das war voll krass. Ich fand den übel krass. Der war eigentlich sogar noch. Ich speichere es mal. Oh mein Gott! Couscous Marco. Oh mein Gott! Irgendwas hat schon wieder falsch ausgesehen. Was? Hä, warum? Nein, da war das. Aber das Ding ist halt... Was? Der Rhythmus war beim vorherigen Wetter. Das war... Ja. Der Rhythmus. Perfekt. Ja, das war gut. Das war perfekt. Der war gut. Das war gelernt. Der war gut, ja. Innen your out muss ich. Oh mein Gott! Der zum Beat. Wie gut. Zum Beat. Aber die ist ab. Der Anfang müssen wir auch Synchrone bekommen. Wenn wir den nicht schicken, dann ist das Beste. W's im Chat. Die Ausreden werden weniger, merkst du das? Du meintest gerade, dass Herzsteuerung hat aufgehört, seitdem das Fest von drin ist. Ja, das ist Kuba Toro. Oh mein Gott! Ja, der war gut. Der ging rein. Und 10. Du hast so läppische Hände, Digga. Du musst es viermal so strecken, nicht, gell? Oh, Junge! Er sagt einfach läppische Hände. Das sind Gamer-Arme. Wie viele Onyx hast du? Perfekte Scheiße, sagt der Valorant-Profi raus. Okay, tut mir leid. Jeder hat so seinen eigenen Party gemacht, jeder hat sein Ding gemacht. Und ich schwöre, ich war halt draußen, ich habe kein VIP-Bench, ich bin leider noch nicht fame genug. Und Amar hat wirklich die Bude da auseinandergenommen. Der hat da geschrien. Der hat jeden angeschrien. Das ist nicht mein Auftritt. Er hat wirklich versucht, mit allen Mitteln mich versucht, da reinzubekommen. Einfach, er hat sich wirklich ein Problem gemacht für mich. Deswegen, Mann, W für Amar. Weil sowas ist nicht selbstverständlich. Ja. Und das zeigt von wirklich Menschlichkeit und guter Freund einfach. Sind die fertig? Ja, bei mir auch. Hey, hast du einen Auftritt jetzt gleich oder was? Ich hab noch Auftritt gleich, Megapark, Show Arena. Vollgas. Warte mal, da bist du in den Chat für Mark Eggers. Ey, hört man das eigentlich? Nein, das hört man warst nicht. Warst du gestern Nein, Real Talk. Strandkonzert dabei? Ich hab's gestern miterlebt, ja, aber ich war nur so. Wann kommt der Vlog? Wir brauchen noch so 2-3 Tage auf jeden Fall, Chat. Chat. Ich erkläre jetzt was. Wir machen keinen normalen Vlog, sondern wir machen so einen Film. Das wird auch so anfangen. Okay, Jungs, während wir hier gerade ganz gemütlich an der Playa chillen und unsere ersten Drinks reinmachen, sind 800 Meter weiter Tausende von jungen Leuten, die gerade feiern und saufen, was das Zeug hält. Machen wir. Also gehen wir da jetzt auch rein. Ja, genau. In den Mega. Ja! Ich muss mich mal an die Seite nehmen und ich muss jetzt einmal noch mal ganz kurz hier einen Appell an alle geben. Ich bin einfach mit meinen Jungs gerade feiern, wollte noch mal kurz meine Community mitnehmen, weil wir hier auch mal den letzten Tag genießen wollten. Ich war die letzten 2 Tage nicht live, aber jetzt bin ich da,
will noch einmal kurz euch mitnehmen, Freunde. Ihr wisst ja, macht den Scheiß nicht nach. Das ist alles wie bei Jackass. Ist wie bei Jackass, Freunde. Jackass macht doch auch keinen Schwanz nach, wenn die sich da von einem Krokodil den beißen lassen. Und genau das, ich will euch davon abschrecken. Versteht ihr? Ich möchte euch davon abschrecken, dass das... Ey, Jungs! Jungs! Guck mal, ihr müsst mal zuhören. Dieser ganze Content. Ey, warte. Warte. Dieser ganze Content, den wir machen, auch Livestream und sowas, ne? Ja. Das ist wie bei Jackass. Wir wollen die Leute nur davon abschrecken. Leute, das ist wie, als würde man sich. Genau. Darf ich auch was sagen? So, verstehe. Das sollte man nicht machen. Darf man Oberkörper zeigen? Nee, ne? Doch, klar. Doch, dann würde ich den Leuten gerne mal ein abschreckendes Beispiel geben. Ja. So in Form meines Oberkörpers. Nein, ich will. Nein, einfach ich oh mein Gott. Das ist ein Zeichen für alle Leute. Nein, nicht. Ja, lass es sein. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Wir feiern heute die ganze Nacht zusammen, bis die Sonne wieder lacht. Und dann sind wir wieder Bumsbar. Geile Mädels, geile Jungs da. Wir feiern heute die ganze Nacht zusammen, bis die Sonne wieder lacht. Und dann... Wir sind da. Chat, wir sehen das. Ihr seht das jetzt gleich live. Hier, ihr müsst jetzt zuhören. Diesen Song 1,5 Stunden, nachdem wir feiern waren, hier auf, am Strand, hier einfach so am Strand, waren plötzlich 100 Leute mit uns, 120 Leute, Deutsche, alle deutsch. Also der Vlog wird wirklich genial. Guck mal, da vorne kommen Dortmund-Fans. Ey, endlich kommen Dortmund-Fans. Geil. Ist Larry dabei? Ey, ist Larry dabei? Pass auf, da passt auf. Ja, wie so eine Mutter, weißt du, kennst du das? Die so ihre Kinder so da vorne haben. Chat, der wurde gestern durch den Bierkönig hin und her geworfen mit irgendwelchen Leuten. Digga, also, der war auf dem Boden, der war auf Klo, der war im Klo, der war in jedem Ding. Der war mit Chat, der Mädels, hat mit Mädels rumgemacht, alles. Er war mit Mädels oh mein im Gott. Klo. Warte, das müsst ihr ganz kurz hören. Er ist mit Samantha und Ella ist er auf Klo gegangen. Der war die ganze Zeit kaputt. Er hat nicht mehr geredet. Normalerweise kann er reden und sich bewegen. Reden und tanzen. Genau. Er war schon längst, er war in Alkohol gebadet für 3 Stunden. Ja, er ging nicht mehr. Da ging nichts mehr. Ja. Und dann ist er mit den beiden Mädels auf Klo. Und plötzlich, während sie ihn mit ihnen auf Toilette haben, fängt er random an, mit denen zu tanzen. Ja. Komisch. Er war komplett happy auf einmal. War plötzlich wieder happy, Digga. Was auch immer die denn gezeigt haben. Samantha kommt so, hey, der hat gerade getanzt am Klo. Ich so, hä, der funktioniert seit 3 Stunden nicht mehr. Wie geht das? Allerdings, hä? Der funktioniert seit 3 Stunden nicht mehr. Ja. Und dann auf einmal hat er so random, so 2x pro Stunde einfach wieder getanzt. Ich weiß nicht, was da Kurzschluss war oder so, dass er wieder ging. Alter, Junge, du läufst hier ja rum, als wärst du komplett undercover. Bro, ich bin gesponsert von Champion, bin ich gerade. Digga, warte mal, ich dachte, das ist so eine Fälschung. Aber trotzdem 80 Euro kostet, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja, ich dachte, das ist Verarschung. Das ist Fälschung. 80 Euro, das ist auch Fälschung, glaube ich. Hast du nicht gehandelt? Halt's Maul. Digga, du bist so geistig. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Ey, er zahlt 80 Euro. Digga, das Ding kostet, Digga, 4 Euro in der Produktion. Maximal. 1000 Jahre Garantie. Riecht das nach Fisch? Nee, gar nicht. 1000 Jahre Garantie. Das war so ein seriöser Laden. Oder ja oder ja? Falle und seriös. 80 Euro. 5 Grad mehr, wow. Ey, Bro, das ist mein Traum. So, Chat. Niagara, Digga, das Hotel. Und jetzt zeige ich euch. Das ist schick. Das ist ja ein richtig respektloses Hotel eigentlich. Digga, das ist das respektloseste Hotel der Welt. Ja, schau, wie die sitzen am Balkon. Alter. Einfach nur diese Musik einnehmen müssen. Das ist die deutscheste Straße, die es gibt. Ja, das ist schon sehr schlimm. Das ist Little Deutschland. Da ist noch ein Flug. Kontroll, du musst rechts die Kamera halten. Oh, Scheiße. Ganze Nacht zusammen, bis die Sonne wieder da. Und dann. Okay, Chat. Ab jetzt fängt der dumme Teil an des Abends. Deswegen, Chat, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt genauso wie ihr seid. Und meine Security, wenn es gut auf mich aufpasst. Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.